Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute nach langer Zeit habe ich wieder ein Tutorial für euch. Ja, genau. Und zwar mit der tada, The Balm Nude Palette. Ich glaube, der eine oder andere von euch hat diese Palette zu Hause und die ist ja wirklich wunderschön. Damit habe ich mich heute komplett geschminkt. Und so sehen die Farben aus. Richtig schöne, wirklich. Da sind neutrale Farben mit bei, schimmernde Farben mit bei, matte Farben mit bei. Einfach toll. Da kann man so viele schöne Looks mitschminken. Und ja, ich habe diese Palette von Red Rocks Cosmetics zugeschickt bekommen und beziehungsweise zur Verfügung gestellt bekommen, dass ich dann damit ein paar Looks schminken kann und mich so richtig mal austobe mit den Farben. Das habe ich dann auch dementsprechend gemacht. Ihr würdet es nicht glauben, ich habe mich heute viermal abgeschminkt und wieder neu geschminkt, weil die Looks irgendwie nicht zu dem Lippenstift, den man mir noch zugeschickt hat, von Sleek, und zwar die Farbe Coral Reef. Das trage ich auch gerade. So sieht die Farbe aus. Das ist so ein schöner Koralleton. Da steht Sheer, aber ist schon recht deckend. Sorry, wirklich wegen dem Bohrer. Findet immer den passenden Timing, mein Nachbar, mich damit zu nerven. Ja, das ist der Lippenstift, den ich gerade trage. Soll ich eben euch noch die Farben schnell swatchen? Ich mache das, glaube ich, ne? Eben schnell oder ein paar zumindest. Zum Beispiel hier dieser schöne Champagnerton namens Standoffish. Richtig schöne Farbe. Hier. Da. Gefällt mir richtig gut. Richtig schöne Farbe. Oder zum Beispiel dieser Taubton, den ich heute auch benutzt habe. Selfish. Da ist die Farbe richtig schön. Oder zum Beispiel dieser matte, richtig tolle, rotbraune Ton. Gefällt mir richtig gut. Und wie ihr sehen könnt, ist die Pigmentierung der Farben richtig, richtig gut. Und ich kann sie echt nur empfehlen. Die sind leicht bröselig, also beim Auftragen ein bisschen aufpassen. Ansonsten kann ich die Farben super empfehlen und ich finde die Aufmachung an sich von The Balm ja total niedlich. Was heißt niedlich? Oh, niedlich. Total richtig geil. Also wirklich, ich stehe auf dieses 60, 70er Jahre Look, sieht ja total cool aus. Das kommt dann noch zusammen eigentlich mit so einem Schiebepappding, was dann so reingeschubst wird. Reingeschubst. Alles klar. Und den Blush, den ich gerade drauf habe, ist auch von The Balm. Und der heißt Big Mama, hieß früher Hot Mama. Das ist ein wunderschöner peachy koralliger Blush mit goldenen Schimmer. Den trage ich, wie gesagt, gerade drauf und ohne extra Highlighter, was ich ja gerne mache. Aber bei dem braucht man das eigentlich gar nicht. Der hat so einen schönen, sanften Schimmer irgendwie. Echt toll. Und ja, wenn ich schon dabei bin, lass dich grüßen, Veronika. Danke, dass du mir die Sachen zugeschickt hast. Sie war noch so nett und hat mir einen Nagellack geschickt. Ich stehe ja so auf Nagellack, vor allem auf Pink. Guckt euch mal diesen Nagellack an. Später im Tutorial bei einem anderen Licht sieht ihr die Farbe sogar noch besser. Hier, das ist gar nicht die Farbe, die hier über... gar nicht. Das ist ein Hot Neon, wirklich ein Ultra Neon Pink. Das ist so Hammer, die Farbe. Und zwar ist das die Farbe Fancy Fuchsia von Orly. Das ist ein Orly Nagellack. All die Produkte, die ich euch eben gerade gezeigt habe, die bekommt ihr bei redrocks-cosmetics.de. Das ist, es ist ein Online-Shop, wo ihr halt mit unter anderem The Balm Produkte bekommt, Sleek Produkte, Sigma Pinsel, Red Cherry Wimpern, glaube ich, noch, und halt diese Orly Lacke kriegt ihr da auch. Zudem muss ich sagen, dass ihr diese Palette dort recht günstig bekommt. Unter 30 Euro kostet die Palette bei The Red Rocks Cosmetics und woanders habe ich sie, glaube ich, schon zwischen 35 bis 40 Euro gesehen. Wie gesagt, ich habe diesen Look heute damit geschminkt und ihr werdet staunen, ich habe diesmal ein anderes Licht verwendet, und zwar habe ich mich in die Küche hingesetzt, wo ich so eine Leuchtstoffröhre habe, und da kommen die Farben viel, viel besser zur Geltung. Natürlich mal wieder immer noch nicht naturgetreu, aber besser als das Licht gerade, wo meine ganzen Looks immer gleich ausschauen, was überhaupt nicht der Fall ist. Ja, falls ihr wissen wollt, wie ich diesen Look geschminkt habe, dann bleibt doch bitte dran und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken und beim Nachmachen. So Mädels, ich habe schon meine Basis aufgetragen, und zwar von MAC ist das ein Paint Pot namens Nubile, so ein fleischfarbenes, also eine fleischfarbene Basis.
Und unter meine Augenbraue habe ich auch schon gehighlightet. Und zwar mit dem Highbrow von Benefit. Ist meiner schon total abgenudelt hier. Ja. Als allererstes nehmen wir uns einen flachen Lidschattenpinsel und nehmen damit die Farbe Selfish auf. Das ist so ein Taubton. Und tragen das auf das komplette bewegliche Lid auf. Gut abklopfen, weil die etwas bröseln. Ich hoffe, dass dadurch jetzt das Licht etwas besser ist. Dass die Farben etwas besser rüberkommen, weil irgendwie sieht alles immer gleich aus. Obwohl das gar nicht im Real so ist. Dann nimmt ihr einen spitz zulaufenden Blenderpinsel und verblendet ein bisschen die Kante. Ganz leicht. Wir nehmen sonst noch eine Übergangsfarbe und damit lässt sich das dann noch besser verblenden. So, jetzt mit demselben flachen Lidschattenpinsel nehmt ihr, es tut mir leid, aber meine Stimme heute, nehmt ihr die Farbe Sophisticated auf. Hier. Das ist so ein, ja auch wieder so ein Taub, aber mit Multicolor, oh mein Gott, ja. Mit Multicolor Schimmer. Nehmt ihr die Farbe auf, tupft es auch gut ab und trägt es am äußeren Augenwinkel auf. Und leicht über die Lidfalte, nur ganz leicht. Jetzt verblendet ihr wieder mit einem fluffigen Pinsel. So, ups, Entschuldigung. Jetzt nehmt ihr mit dem fluffigen Pinsel die Farbe Sultry auf. Das ist ein matter Braunton, mittlerer matter Braunton. Und geht die Lidfalte damit entlang und auch euer Augenbrauenknochen. Bis ganz nach vorne hin. Das wärmt diesen Look nochmal ein bisschen auf, sonst ist er ziemlich kühl. Und da würde er nicht mehr zum Lippenstift passen und zu meinem Blush. So, das mache ich jetzt nochmal. So, jetzt nehmt ihr wieder mit dem flachen Lidschattenpinsel nochmal die Farbe Sophisticated auf. Und auch ein bisschen an die Spitze des Pinsels, also vom Pinsel, klopft das ab, trägt das nochmal, also wir schichten jetzt ein bisschen, nochmal am äußeren Augenwinkel entlang und, ups, zieht mit dem Pinsel die Farbe nach vorne. Also ich mache das jetzt bei mir, ich mag das. Wenn eure Augenform das nicht zulässt, dann lasst das, dann überspringt diesen Punkt. Aber ich ziehe die Farbe ein bisschen mit nach vorne. So. Jetzt wieder den fluffigen Pinsel nehmen. Und die Farbe nach vorne verblenden. Die Farbe mit nach vorne hin verblenden. So, jetzt nehmt ihr mit dem flachen Pinsel wieder, mit der anderen Seite jetzt die Farbe Shizu auf. Soll das von Schizophrenen kommen oder wie? Und trägt die Farbe, das ist so ein Bronze-Goldton und trägt es auf die Mitte des Augenlids auf, beziehungsweise tupft es auf. Am besten ein paar Mal schichten. Dann kommt die Farbe besser zur Geltung. Und die Kante mit dem anderen Ton, was wir vorher aufgetragen haben, mit Sophisticated, gut verblenden. So, jetzt nehme ich mit so einem Dome-Pinsel, also so einem spitz zulaufenden schmalen Pinsel, die Farbe Standoffish. Das ist so ein Champagner-Rosé-schimmernder Ton und tragt das ins innere Augenwinkel auf und verblende das über meinen Lidschatten, was ich aufs gesamte Lid eigentlich aufgetragen hatte, diesen Taubton. Ich trage das da jetzt mit drauf. Das verändert so leicht die Farbe und ich mag den Effekt.
gut verblenden. So. Jetzt nehmt ihr euren flachen Lidschattenpinsel wieder und tupft ganz leicht, aber auch wirklich ganz leicht, am besten mit der Spitze auch nur, in diesen dunkelbraunen matten Lidschatten namens Sleek. Wirklich minimal, so minimal wirklich. Und geht damit nochmal direkt ins innere Augenwinkel, wirklich nur ins Innere. Jetzt nicht über die Lidfalte hinaus, sondern nur, um das Ganze nochmal ein bisschen mehr zu vertiefen, mehr Ausdruck zu verleihen dem Auge. Dann verblendet ihr es mit einem fluffigen Pinsel. Jetzt verblenden wir das Ganze nochmal mit dem fluffigen, zu spitz zulaufenden Pinsel. Wir wollen keine harten Kanten und verblenden das Ganze hier nochmal. Jetzt schaut das Ganze so aus. Da müsst ihr aufpassen, so leicht Fallouts hat das schon. So, jetzt widmen wir uns unserem unteren Wimpernkranz. Ich muss mal eben nur schnell gucken, ob ich aufnehme. Ja. Und zwar nehmt ihr mit dem flachen Lidschattenpinsel, jetzt mit der Spitzenseite, die Farbe Shizu auf. Das war dieser goldene Bronzeton. Und trägt es am inneren, unteren Wimpernkranz auf. Bis zur Mitte hin. So. Dann nehmt ihr Sophisticated auf. Das war der dunklere Ton. Und trägt es am äußeren Wimpernkranz auf. Und das Ganze gut verblenden. Na, hier ist ein bisschen Farbe verloren gegangen. So. Da der Look schon ziemlich dunkel ist und ich den eigentlich etwas alltagstauglicher machen wollte und vor allem da der Lippenstift so knallt, ziehen wir jetzt keinen Lidstrich mit einem Eyeliner oder Gel-Eyeliner oder so. Das wirkt alles viel zu hart und tagsüber dann auch wieder too much. Nehmen wir den Pinsel, der mit dabei ist, mit der Palette. Der sieht dann so aus. Auf der einen Seite ist so ein abgewinkelter Pinsel und auf der anderen Seite, also ein flacher abgewinkelter Pinsel und auf der anderen Seite so ein leicht fluffiger abgewinkelter Pinsel. Und wir nehmen den flachen, und zwar den Liner Brush, so nennt er sich. Und der ist richtig gut, um damit Lidstriche zu ziehen, weil der so extrem fein ist, beziehungsweise so schmal ist, dass man wirklich präzise mitarbeiten kann. So, ich habe jetzt die oberen Wimpern getuscht. Und wir widmen uns jetzt nochmal dem unteren Wimpernkranz mit dem schmalen Eyeliner-Pinsel und nehmen damit wieder diesen dunkelbraunen matten Sleek-Ton auf und tragen damit einen ganz schmalen Lidstrich am unteren Wimpernkranz entlang und nur bis zur Hälfte des Auges. Wirklich so nah wie möglich am Wimpernkranz entlang. Das soll das Ganze nochmal ein bisschen definieren und etwas rauchiger machen. So, da das sich um einen Tageslook handelt, nehme ich wieder meinen Highbrow Benefit Stift, so einen Highlighter Stift. Ihr könnt auch einen weißen Kajal nehmen oder jeglichen anderen hellen Stift, den ihr gerne auf der Wasserlinie trägt. Ups, ich hatte Fallout. Und trage das auf die Wasserlinie auf. Das öffnet das Auge nochmal und lässt den Look nicht so dunkel wirken, wenn ihr das jetzt tagsüber tragen wollt. Falls ihr euch entscheidet, diesen Look, Gott, wie sehe ich denn heute aus, ey, diesen Look abends zu tragen, dann könnt ihr auch schwarz stattdessen nehmen oder dunkelbraun oder so. Ich tusche eben schnell den unteren Wimpernkranz. Um euer Augen-Make-up richtig zur Geltung zu bringen, ist es immer ganz wichtig, dass unter eurem Auge schön gehighlightet ist, beziehungsweise mit Concealer schön die Augenringe abgedeckt sind und vielleicht mal
ein paar Patzer, die ihr hattet oder so, wegwischt. Dafür nehme ich den Garnier Roll-On, weil der so schön flüssig ist und nicht so dick. Und trage das dann mit so einem fluffigen Pinsel, verteile ich das Ganze nochmal und ziehe mir quasi hier meine Kontur nochmal nach. So. Und wir sind fertig mit dem Augen-Make-up. Ich komme mal ein bisschen näher, da könnt ihr es besser erkennen. So sieht das Ganze dann aus. Also ich mag das total. Also ich mag diesen Look echt gerne. So, meine Lieben, so sieht das Endergebnis dann aus. Komplett mit dem Gesicht. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen mit dem Tutorial zurechtgekommen und das Licht war besser und ihr konntet die Farben besser erkennen. Und ja, wie gesagt, das ist der komplette Look mit dem Blush und dem Lippenstift zusammen. Ich finde den Look richtig schön, auch alltagstauglich. Wenn euch das ein bisschen zu viel ist, könnt ihr ja hier am äußeren Augenwinkel das dunkle Braune dann weglassen, dann ist das nicht so dramatisch. Aber ansonsten ist das ein schöner, frischer Look jetzt für den Frühling, finde ich, gerade mit dem Lippenstift, das ist ja der Burner. Ja, meine Lieben, ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und zugeguckt habt und schickt mir doch am besten, falls ihr das nachschminkt oder so, ein Foto auf Twitter oder schickt mir eine Videoantwort oder sagt mir einfach Bescheid, dass ihr es geschminkt habt, dann würde ich mich super freuen. Ansonsten danke ich euch natürlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye!